Oh mein Gott, in meinem Leben gibt es eine Story, die ich so bereue. Und da geht es um einen alten Chicago Bulls Pullover. Ich erzähle die Story zum Schluss. Vorher gucken wir uns kurz dieses Video hier an. Hi, how are you today? He's shy, but yeah. Vogelgezwitscher, die Sonne scheint. Es gibt nichts Schöneres, als dann auf dem Flohmarkt zu Come on, gehen. buddy. Come here. Yeah, I know. For, then you'll probably become your best friend. Yeah. The longer you stay. Hi. How much is your little golf guy? Sehr wenig los hier, muss man sagen. Also da ist nicht viel zu holen, ja, auf den ersten Blick. I'm pretty sure on that little guy yet. Maybe, I don't know. What do you think? What do you give me for? Oh, I like your purse. I'm trying to think. Let me look around a little bit and I'll think about it. I'm not even sure where I'd put it, and that's the thing. Oh, that is echt wenig. Siehst ja auf einen Blick, hier ist nichts, Junge. It's cool. Half yard of ale. Yeah, half with yard. A stand. With a stand. Oh, no, I think there's more hair stuff in. Bisschen Merchandise unten, war noch Star Wars Schlappen. Yeah, pretty cool, huh? Is it $5? I think she put $5. $5. Coole Sachen, ja. War auf jeden Fall eine Sammler, glaube ich. Hier nochmal ein life-changing Book. She was trying to give it to me and I was like, I don't want it. Hold up, come on. Knuckles? That's crazy. You know what? Yeah, I'll take it for $5. Mom, he said yes. On your golf guide. Oh, sure. There you go. Thank you so much. Sure. Ah, diese Häuser, ne? Die sind auch gar nicht mal so teuer. Ja, ich habe danach mal geschaut, was kostet so ein Haus in Amerika. Wenn es jetzt nicht unbedingt Hollywood ist, geht das eigentlich, ja? Hm. Wer weiß. Hier, kleiner Geheimtipp. Ihr habt rechts diesen, ja, diesen, wie nennt man diese Teile hier gesehen? Ja, diese Luft. Filter, beziehungsweise ist das auch ein Ventilator und die kauft man kurz vor dem Sommer. Ja, da kannst du richtig gutes Geld mitmachen. Kannst du dann Wholesale einkaufen und dann später halt ja für das Doppelte fast verkaufen, wenn es dann selbst im Baumarkt und so weiter und so fort keine mehr gibt. Ja, kommt dann so ein bisschen auf das Klima an. Aber sie gehen. Sportausrüstung, ja, kann man bestimmt auch Geld mitmachen, aber ist natürlich unhandlich. Buffy einfach hier, die DVD-Staffel. Ja, wer von euch hat Buffy geschaut? Star Trek sehe ich hier, Star Wars, okay. Ja, Disney-Filme gehen erschreckend gut, ja, wenn du da irgendwie so ein König der Löwen-Steelbook findest, ein Aladdin-Steelbook oder eine Collectors-Edition, die nimmt man auch auf jeden Fall mit. I got this DVD under there. Looks like it was priced separately, but then the rest of them were in that dollar box. Yep, you're right. 2, 3, 4, 5. Das ist voll das Business hier. Guck mal, Alter. Sie hat hier so einen richtigen Tisch. Cash only, kein PayPal. Ja, mega. Also ich glaube, das macht sie jedes Wochenende. Die Frage ist dann, ja, muss man das auch anmelden steuerlich? I got 8 of these. 8 and 8. So there you are. So thank you very much. Thank you. Good luck to you. Morning. Good morning. Gift bags. 4 for a dollar. Voll organisiert alles hier. Nice. Honestly, I think we're good on gift bags. Are we? Good morning. Good morning. My friend has tons of girl. Okay. Mit so einem ähnlichen Wagen sind wir hier durch Amerika geballert. Ja, das war der Dodge Grand Caravan und da haben wir einen Roadtrip mitgemacht, haben uns ganz Amerika angeschaut. Ja. Ah, da sind einige Meilen zusammengekommen. Ah, perfect.
just gonna run and get some. How much are they? $4. Take more. Ah, da sieht man schon das schöne Mario rausblitzen da. How much are your... Oh, sorry. Whatever you think is fair. Okay. Sorry, it's a towel rack. Yeah, go ahead. How much are you? Was immer du denkst, ist fair. Ja, was sagt er gleich? Ja, bin ich mal gespannt, ne? Ist natürlich auch so, ja, kannst einen Dollar sagen, kannst aber auch 10 sagen. Ja, was ist jetzt fair? A dollar piece. Would you do 10 for these three? Sure. Okay. Yeah. There you go, thank you so much. Thank you. Ist okay, oder? Ich meine, das wie Mario wird auch ein bisschen overrated sozusagen, aber oh. Have a good day. You didn't miss a whole lot down that street. No. A lot of like home decor and things. I went to the first. Hey, Real Talk, Leute, ich finde das immer Wahnsinn, wie die sich alle kennen, ne? Das ist so krass. Das Land ist so groß und er trifft immer Leute. What? First. Oh yeah. Were they open? Yeah. They weren't open when we went by there. I got a like a Mitsubishi projector. Er hat auch eine GoPro hier hängen. Oh, Wahnsinn, ey. But it was free. Morning. Morning. You got a free projector? Yeah. That's cool. What's up, Darcy? Good morning. Thank you, sir. Thank you. You have a good day. Mm-hmm, you too. Irgendwas Antikes hat er jetzt gekauft, irgendein Holzteil. Vintage-Töffe, ja, guck mal, bei Urban Outfitters, da kostet so ein Ding 60 Euro. Wahnsinn, ja. Also so viel kriegst du dafür bei eBay Kleinanzeigen nicht. Eher bei Urban Outfitters, weil das so Laufkundschaft ist, die dann eben auf diesen Zug mit aufspringen möchte. Ich sag mal, das sind so, ja, wie soll ich sagen, Leute, die nicht so den Plan haben und dann denken, okay, das ist jetzt in, das kaufe ich. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen, ja, geht sowas auch gut, aber nicht so gut wie jetzt zum Beispiel auf einer Website. We can always use another one. This one's green. We don't have a green one. Oh, da hat jemand Golf gespielt. Nice. Ah, Pizza ist fertig, ja. Ich hole die gerade. Hm? Die Pizza, ja, ja, ich weiß. Yeah, what are you asking okay. for all this? So, these shoes, since you're bringing it, I was going to do 20. Okay. The Titleist Pro V1s are 10. Okay. And then were these all three in the bag? In that bag, we were going to do $5 a club. Okay. I think I'll pass on these. Okay. Would you just do 20 bucks yeah, for the fine. Four? Yeah. Thank you so yep. much. Thank you. You're welcome. Thank you. Ah, die Schuhe waren zu teuer hier. Hätte ich auch nicht mitgenommen. 20 Euro? Nee, nee. Boah, das Matrix-Bild. Direkt meins. Direkt meins. Ich bin ein großer Matrix-Fan. Sieht sehr geil aus. Hier ein Iron Man-Bild sieht auch geil aus. Coole Bilder, ey. Die kann man... Ja, nee. Das sind so Sachen, könnte man theoretisch mitnehmen, aber die gehen auch nicht. Geil. Was haben wir hier? Ein Star Wars-Helm. Spider-Man. Oh, Brettspiele, ja. Da horcht der ein oder andere aus meiner Community auf. Starterjacke. Oh, 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 starke Jacke. Ah, das ist eine alte Bulls-Jacke. Ja, ja, ja. Ja. Ah, die ist krass. Die ist sehr, sehr krass. Muss ich sagen. Would you take 25 for your jacket? Yeah. Okay, thank you. Oh, das hat sie ungern gemacht. Vielleicht wäre ich da auf 30 gegangen, ich weiß nicht. Das hat man gemerkt, dass sie das nicht gerne gemacht hat.
Aber die anderen Starterjacken hätte ich, glaube ich, auch mitgebundelt. Ich meine, Bulls geht hier natürlich am besten. Und jetzt kommen wir auch mal kurz zu der Story, die ich vorhin angesprochen habe. Damals habe ich einen Bulls-Pullover bekommen. Das war so ein Balloon-Pullover. Und das war ein limitierter Pullover. Hinten stand eine Nummer drin. Riesiges Bulls-Logo. Konnte man, glaube ich, damals zu einem bestimmten Spiel kaufen. Ja, ich habe ja in Gelsenkirchen gewohnt, das wisst ihr ja. Und diesen Pullover habe ich irgendwann meiner Mom gegeben. Und diese wiederum hat diesen Pullover, es war halt ein 90er-Pullover, hat ihn meiner Oma gegeben. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, dieser Pullover, ne, heutzutage kostet er bestimmt 200, 300 Euro, keine Ahnung, ist so ein Schätzungswert. Und ja, der lässt sich leider nicht auffinden, aber ich hätte ihn heute sehr, sehr gern. Ja, also kennt ihr das Gefühl? Schreibt mir gerne in die Kommis, wenn ihr auch so eine Story habt, aber ja, man darf darüber eigentlich nicht nachdenken. Bulls hier eine ganz, ganz starke Marke. Ja, 90er Jahre haben rasiert, die Jungs. Have a good day. All right, you too. Thanks. What's up, guys? It is Saturday morning. Yesterday I went to, I think, about 15 or 20 garage sales. Ja, Wahnsinn. Hat er viel gefunden, der Mann. Die Bulls-Jacke hier natürlich das Highlight. 25 US-Dollar. Keine Ahnung, ich schätze das Ding auf 200 Dollar. Mhm. In Amerika nicht so ganz selten wie hier, weil da gibt es eben mehr von diesem Stuff. Aber eine sehr, sehr starke Jacke. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls du beim nächsten Mal dabei sein möchtest, dann lass mir gerne ein kostenloses Abo da. Den Abo-Button dazu findest du unter diesem Video hier. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dahin, ich bin's, Dean. Bye, bye.